zwischendrin mit der Kamera festgehalten. Die ganze Zeit habe ich davon gesprochen. Und ihr seht, die stromlosen Abschnitte sind beseitigt, denn der Wendezug ist durchgefahren. Am Ende waren es Kaltlötstellen, wahrscheinlich Altersschwäche mal, ja, man weiß es nicht so genau. Ich habe es gefunden, hat mich Gott sei Dank nicht ganz so viel Arbeit gekostet. Das eine war eine Verbindung von einem ehemaligen Postrelais, was da unten drin ist, von denen ich das letzte Mal ja schon gesprochen habe, die ja, wahrscheinlich auch einfach zu alt sind. So, jetzt verfolgen wir hier den Wendezug in den Neubaustreckenabschnitt. Bin vorher schon eine Runde gefahren, damit es nicht ganz so katastrophal wird wie im letzten Video, wo hier die Züge alles entgleisen und so weiter. Habe aber auch nochmal nachgebessert, um ehrlich zu sein. Denn optisch hat mir nicht alles gefallen. Die 218 ruckelt hier ein bisschen. Die ist noch nicht ganz so eingefahren. Ist eine der neueren Generationen oder die neueste mit neuem Motor. Läuft eigentlich wunderbar, aber eben jetzt auch schon länger nicht mehr gefahren. So, und der Wendezug ist eigentlich das Kritischste, was ich so habe. Hier unten in der Kurve und hinten an der Weiche. Denn der Steuerwagen hat Gewicht und drückt darunter. Und wie ihr seht, habe ich die Mauer auch vervollständigt. Ja, die wird auch noch schön gemacht, keine Angst. Grundsätzlich ist mein Anspruch in der Form, wie der Wald aussieht oder hier hinten das. Was ist übrigens, wenn der ein oder andere, der meine Videos schon länger schaut, weiß, dass es das hier früher alles so gar nicht gab, dass das hier so ein Hang war. Auch den Weg hier oben gab es nicht und auch diesen ganzen Abschnitt hier gab es so in dieser Form nicht. Das war eine einzige Senke und war nur eine große Wiese. Ich habe daraus einen Wein- und Lavendelhang gemacht. Das ist praktisch meine Südseite. Und wie ihr seht, kommt der Wendezug hier zurück und funktioniert tadellos. Stockt immer mal. Hier oben werde ich mich im nächsten Abschnitt um den Bahnübergang kümmern. Da habe ich auch schon neue Schranken, neue Halbschranken. Zwar nicht komplett Epoche 5-6 DDR-Epoche, aber sind ja lange Zeit auch so noch verwendet worden oder vermutlich auch werden noch verwendet. Ich kann das mal zeigen. Hier diese Auhaken-Halbschranken werde ich verwenden. Und auf der anderen Seite auch noch der Vollständigkeit halber die Andreaskreuze installieren, damit es einen Einblick macht. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich die Andreaskreuze, eigentlich sitzen sie gut, aber die Autos sind ein bisschen blöd da an der Kurve. So viel zum 5 Meter Kreuzungsbereich. Ah, hier hakt die 218 aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich kriegt sie nicht richtig Strom.
weiterer Abschnitt, etwas weiter vorangekommen. Jetzt geht es hier in vielen Teilen darum, auszubessern, zu verschönern vor allem. Hier wird Gras gesät mit dem Grasmaster und ein Dienstweg bis zum Signal angelegt. Da brauche ich noch ein bisschen Sand. Die Steine hier oben, das muss ich auch noch machen. Die Waldhütte, von hier soll es Forstwegarbeiten gehen und hier hinten geht dann ein weiterer Weg ab in den Wald. Der Wald ist hier schon ein bisschen gerodet, das habe ich früher immer mal gezeigt. Vor allem diese furchtbaren Spritzgussrohlinge. Der ein oder andere, der findet sie schön, aber ich finde sowas hier schöner. Ja, ihr seht also, es rollt. Mein kleiner Neffe, der wird sich jetzt besonders freuen, weil wenn er wieder zu Besuch ist, können wir wieder durchgehend Zugverkehr fahren lassen. Vorher konnten wir immer nur bis zur Baustelle und wieder zurück im Wendezugbetrieb, aber das war ja dann doch nichts Ganzes. Von daher denke ich, dass er ganz glücklich sein wird. So, dann weiß ich nicht, in welches Video ich diesen Abschnitt jetzt reinpacke. Ihr werdet ihn irgendwann sehen. Und ich sage bis bald.